Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV, heute mit dem Bram und dem Jules und mir, dem Peter. Wir sind heute ein bisschen unterbesetzt und dachten uns, hey, zeigen wir doch mal unserem neuesten Mitarbeiter, wie die Chefs so Privatflugzeug fliegen. Ja. Also das ist jetzt das ist jetzt so ein bisschen lustiger Zufall, weil das die Reacts planen wir ja immer im Voraus. Jetzt fehlen heute Leute, die bei der Planung noch nicht heute fehlten. Du bist jetzt eingesprungen und dieser Vlog, den wir jetzt gucken, der gehört zu denen, wo die immer wieder sagen, darauf müsst ihr nochmal reagieren. Und jetzt musst du dir den mit uns angucken, wie Bram und ich auf Reise waren. Bin gespannt, ob ich am Ende neidisch oder einfach nur verstört sein werde. Ja. Das glaube ich nicht. Und für Bram und mich ist das jetzt so wie so ein Regisseur-Kommentar. Weißt du, die bei DVDs dann immer mal dabei sind. Wir haben es ja gemacht. Bei DVDs. Quasi. Ja, DVDs. Oder Blu-Rays. Ja, Videokassetten. Filme halt. Oben noch mit damals mit Intro. Gähnende Leere am frühen Morgen am Osnabrücker Flughafen. Das war noch geil. Also das war wirklich ein Vorteil davon, in Osnabrück gewohnt zu haben. Du konntest immer damit rechnen, dass deine Zeit am Flughafen ungefähr 3 Minuten dauert. Weil einfach nichts los, oder was? Weil da einfach nichts ist. Da ist immer eine Security und da steht kein Mensch. Ich wusste doch ehrlicherweise gar nicht, dass Osnabrück einen eigenen Flughafen hat. Ja, Münster, Osnabrück, die Münsteraner würden jetzt sagen, das ist gar kein Osnabrücker Flughafen, das ist unser okay. Flughafen. Aber es ist der Flughafen Münster-Osnabrück. Ja, wichtig ist, wie finanziert er sich, wenn da keiner abfliegt? Ja, wahrscheinlich durch ganz viel Subventionen. Wir können, der Standort Münster-Osnabrück würde ja total viel Attraktivität verlieren, wenn man nicht einen Flughafen hätte. Das ist richtig. Ich finde, deswegen sollten alle Städte einen Flughafen haben. Das ist auch so in der heutigen Zeit echt eine gute und positive Herangehensweise, finde ich. Ja. Hallo und herzlich willkommen auf diesem Vlog. Wir haben auf sehr früh am Vlog. Morgen, gerade 6 Uhr. Ich bin am Flughafen in Osnabrück und ich stehe deswegen früh auf, weil ich heute noch Bram treffen werde. Das ist ja schon gelogen mittlerweile. Und wir haben am Wochenende richtig geile Dinge erlebt. War das gelogen? Ja, früh aufstehen, das ist ja mittlerweile normale Zeit, oder? Ah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie früh ich da aufstehen musste. Ja. Eben werden, wie die hier. Schon Licht am Himmel. Boah. Boah. Wo war das? Sieht so richtig schön da aus. Frankreich in den Ardennen. Das war angsteinflößend. Jetzt muss ich aber erstmal nach Frankfurt und da dann Bram treffen. Hoffentlich schafft das. Guck mal wieder, da musste man aber auch immer mit dem Bus gefahren werden, das sagt immer. Und ich höre gerade, ich habe etwas für Verwirrung gesorgt. Ich fliege natürlich nach Frankfurt, meine Damen und Herren. Nicht, damit ich nach Frankfurt gehe heute Morgen. Ja, das war so eine geile Geschichte. Das finde ich aber auch so eine schöne kurze Panik, so dieses so, ja, unser voll. Flug nach München. So, was? Und natürlich, weil das ein Mercedes-Event war, sind wir natürlich Business Class auch innerdeutschland geflogen. Also das war ja ein Flug nach Frankfurt, damit wir von da aus dann gemeinsam weiterfliegen konnten. Und selbst bei innerdeutschen Flügen in der Business Class kriegst du ja was zu essen. Und wie viele Sekunden geht so ein Flug von Osnabrück nach Frankfurt? Ja, nicht so lange. Irgendwie 45 Minuten. Okay. Da musst du schon richtig schaufeln, um da reinzubekommen. Die rennen auch so durchs Flugzeug, weißt du? Zack, ja. Zack, zack. Und da ist der Schalter. Steht sogar extra Mercedes. Wir fahren nämlich gleich, wir fliegen gleich so eine Art, ja, Privatjet ist vielleicht falsch, aber Mercedes hat ja das komplette Flugzeug gebucht. Bin mal gespannt, wie das hier läuft, aber jetzt warten wir erstmal auf Bram. Oh Gott, ich glaube, da ist er. Ja, da ist er. Wie die Dame vor dir auch tunlichst versucht hat, nicht dich anzuschauen. Da, wo AMG steht. Aber eigentlich müsste er gar nicht hin. Eigentlich müsste er zum dünnen Gate laufen, oder? Wieso? Ja, ich habe Handgepäck. Ja, aber du bist nicht eingecheckt, ist das Problem. Ja, da müssen wir jetzt erst hin. Kann man online nicht machen? Nee, das kann man online nicht machen, weil quasi so eine Art Private Plane ist. Ah, bist du schon mal, so weit geflogen? Charterflug? Ja. Nee, er sagt nicht. Machen wir sowas nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Wieso verkaufen wir nicht, keine Ahnung, und endlich viele Autos im Jahr?
Ja. Die Pizmeet One. Ja, die Pizmeet One. Lass mal einchecken, oder? Ja. Keine Zeit verlieren hier. Nach Perignon. Weißt du, was das ist? Eine Stadt in Frankreich, an der Côte d'Azur. Pass auf, ich mache jetzt einen kleinen Infoclip dazu. Perpignan ist die Hauptstadt des südfranzösischen Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien und hat 121.934 Einwohner. Touristen schätzen die Stadt aufgrund ihres mediterranen Klimas sowie die sehenswerte Altstadt mit ihren südöstlich gelagerten Kneipenvierteln. Woher müssen wir? Das war den Intro-Text von Wikipedia einfach abgelesen, oder? Ja, quasi so. Ein bisschen selber zusammengeschrieben, fertig. Aber guck mal, so mit Einspielern und allem, ey, wir hatten ja voll die Infos. Also was gibt es heute nicht mehr? Nicht professionell, ja. 27 Perpignan. Perpignan. Ja, ich habe es vorhin falsch ausgesprochen, aber Perpignan ist die richtige Aussprache. Das haben wir nämlich jetzt herausgefunden. Ja. Mal gucken, ob es irgendwie am Gate oder dann beim Flugzeug oder wie das Flugzeug ist, dann anders ist, wenn du quasi einen gecharterten Flieger nimmst. Bram ist schon ganz aufgeregt. Seht ihr es ihm an? Bram gibt euch kurz eine Führung über diesen wunderschönen Spielplatz. Dahinter? Ja, Frankfurter Flughafen. Dahinter ist noch so eine Wand, damit man da ja nicht reingucken kann. Ja, ist ein geiler Spielplatz, liebe Kinder. Hier könnt ihr richtig abgehen, Junge, mit dem Bärchen spielen. So, wir gehen weiter. Das ist unser Gate. Das sieht schon wieder nicht mehr ganz normal aus, tatsächlich. Frau Mercedes kennt mich einfach, oder? Das sind einfach meine Bros. Guck mal, was es hier zu frischen gibt. Das ist ja quasi Schaschlik. Es ist halt auch so, die haben halt einfach an dem Gate, wo normalerweise alle so genervt rumsitzen und darauf warten, dass man endlich in den Flieger kann, haben sie halt einfach ein Buffet aufgebaut. Habe ich seitdem nie wieder so gesehen. Ja, sieht doch so lecker aus. Hoppala. Ja, war gar nicht so gut, leider. Oh, okay. Sieht tatsächlich sehr gut aus, aber gut. Ich finde auch, das sieht super gut aus. So eine Art. Alter, das ist ja der Hammer. Wo ist der Unterschied zu einem echten Schaschlik? Ja, da sind Zucchini drauf und ich glaube, die Soße ist ein bisschen anders, aber das werden wir jetzt mal überprüfen. Wenn man jetzt Schaschlik-Tasting bei unserem Gaze in Frankfurt. Let's eat. Ich bin ja Profi. Damals so hat er noch gelacht. Ja, so macht man es nicht. kommt immer, die Serviette kommt auf den Schoß. Ja, wobei ich nicht verstehe, wieso. Weil wenn ich kleckere ich nie auf meinen Schoß, ich kleckere immer auf meine Brust. Also ich kleckere im Regelfall einfach alles voll tatsächlich. Tja, so ist das halt. Übrigens sind das so Ausflüge gewesen. Bram und ich sind ja quasi die einzigen, in Anführungszeichen, Influencer / Content Creator da. Eigentlich sind das Ausflüge für Presse. Also die Menschen, die die Autos bewerten und über Autos berichten, werden so von den Autoherstellern quasi behandelt. Was natürlich clever ist von den Autoherstellern, aber mich dann immer an Journalismus zweifeln lässt. Wieso? Verstehe ich nicht. Ja. Ist doch mega cool. Ja, ist doch cool. Definitiv komplett anders, aber auch lecker. Da vorne war das Frühstück. War ein bisschen gelogen, wenn ich ehrlich bin. Ja, war ein bisschen gelogen. Ne? War ein bisschen gelogen. Okay. Das ist, nee, okay, ich filme gegen das Licht, man erkennt dich nicht. Aber das war ein geiler James Bond Bösewicht-Move, muss ich sagen. Hier sind so Sitze, da oben sind Boxen verbaut. Und hier hat man so ein AUX-Kabel. Und da kann man dann einfach irgendwie Musik drüber hören. Das ist mega strange. Wenn das hier raus ist, müsste es übrigens auch die Live-Version und unsere ganzen anderen Songs bei Spotify und iTunes und so geben. Er ist süßer als Sammy und Emma zusammen. Gott verdammt. Bram, was hast du gemacht? Ja. Das, was Bram immer macht. Immer kaputt. Immer kaputt habe ich gemacht. Das ganze Ding wackelt. Bram ist mit seinem Arsch gegen die Flasche gekommen. Jetzt ist sie gesplittert. Und hat sie zerstört. Ich gehe mal ganz kurz dafür sorgen, dass das weggemacht wird. Er ist einfach ein Elefant im Porzellanladen. Da ist er quasi. Das ist richtig. Aber ich sorge auch dafür, dass die Wirtschaft läuft durch diesen Move. Ja? Immer weg und neu. Ja? Wenn alle Leute so nichts Neues kaufen würden, würde das ganze System zusammenbrechen. Shit. Oh, Bram, ob wir da überhaupt reinpassen? Das ist die. Ja, doch. Doch, das glaube ich schon. Vielleicht ist er. Der wird uns jetzt voll abfucken, wenn er jetzt einfach. Leute, das war's gar nicht. Der sieht doch ganz anders aus. Ja, komplett anders. Ja, wobei, der sieht ein bisschen verrostet aus als der andere.
bei Peter. Guck mal, Bram ist richtig geil am Social Media sieren. Pass auf, du rennst gegen jemanden. Nee, da hab nicht wieder. Hast du in der Kamera gesehen? In der Kamera gesehen. Willst du da ganz hinten durch? Ja, keine Ahnung. Ja, von mir aus. Irgendwo, da wir Platz haben zum hier Quatsch machen. Ja, komm, wir nehmen mal ganz kurz die Neuen hier in den Beschlag. Wir waren mega smart. Auf unseren Tickets stehen Sitzplätze, was wir nicht wussten. Wir dachten, wir gehen einfach mal nach ganz hinten. Aber Bram ist 12a. Und ich bin 8 eigentlich. Ich wollte gerade fragen, ob da freie Platzwahl war, aber ihr habt mir dann das schon beantwortet. Dachten wir! Es macht ja auch eigentlich Sinn, wenn das ja in Anführungszeichen geschlossen da war, ne? Und kein Commercial Fly. Ja. Ja, schon. Aber okay. Hier hinten hingesetzt und waren mega verwirrt. Ich bin 8a, also vielleicht müssen wir gleich wieder nach vorne. Wir sind einfach die smartesten von allen. Ja, hab ich quasi den Vlog schon zur Hälfte gehabt. Das war holprig. Alles klar, Bram? Alles gut, ja? Wie lange seid ihr denn geflogen? Weil das ist ja gar nicht so weit. Sind das eine Stunde? Das ist nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr, 2 Stunden, 1 Stunde, könnten auch 3, ich weiß es echt, keine Ahnung. Du kannst dann trotzdem auf so einer Kurzstrecke pennen, oder was? Einer, ganz ehrlich, ja. Ich gehöre zu den Personen, ich setze mich irgendwo hin und wenn ich will, schlaf jetzt auf diesem Stuhl. Ich finde, das ist eine Superkraft. Das ist eine super, wirklich, ich kann das gar nicht, leider, egal aber wie weit der Flug ist. Aber ich schlafe super ungern, generell. Ich bin lieber wach, weil dann kannst du Sachen machen. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Na gut, im aber Flieger kannst du aber nicht so viele Sachen machen. Genau, das ist richtig. Oder auch auf Zugreisen oder so. Also das ist kein Problem. Oder, also klar, jeder hat mal so einen Tag, wo man schlecht einschlafen kann. Ja, den mal weggerechnet. Aber so an normalen Tagen sage ich so, ich höre immer noch Musik zum Einschlafen. Den 4. Song bekomme ich eigentlich nie mit. Boah. Den 3. auch schon, ist schon belastend. Also wir reden jetzt aber nicht von so 9 Minuten, ja, sondern so von so Standardlänge. Also ich muss immer noch so 3 Fragezeichen oder sowas anhören. So kurz vor Schluss der Folge schlafe ich dann ein und bekomme die Auflösung nie mit. Sowas. Das ist richtig super frustrierend. So, wer war das jetzt? Ja, das ist kein Problem. Immer wenn ich mit Bram Zug fahre, denke ich so, okay, was machst du? Und Bram einfach wegpennen. Boah, nee. Krass, ey, wirklich. Ich beneide dich. Oh. Ja. Oh, ich flieg weg, Junge. Alter, was geht denn hier ab? Perpignan ist aber direkt ist aber windig. Aber wir werden hier schon empfangen. Alles ist hier aufgebaut und hier gibt es die Namensschilder. Hi. Hi, I'm Peter. Exactly, thank you very much. Da vorne sind die Fahrzeuge, Bram. Wir müssen da vorne hin. Bei diesen Presseevents geht dann immer der Run los auf die Fahrzeuge, weil die sind natürlich alles geile Fahrzeuge, klar. Aber die haben ein paar, die sind noch geiler als die anderen und die will man dann natürlich immer haben. Keiner Pari hinter Pari. So funktioniert das auch bei anderen Veranstaltungen. Das habe ich mal gemacht und zwar war so eine Star Wars Convention vor ein paar Jahren in Düsseldorf und da gab es dann noch so ein geschlossenes Panel und da schlagen dann auch davor diese Namensschilder und ich habe dann auch einfach so, ja hier, ich bin Peter, habe da drauf gezeigt, das Ding bekommen, bin reingegangen. Wait, aber du warst das gar nicht? Nee, ich heiße ja nicht Peter, Mann. Ja, du, also ich Peter, weiß nicht, welcher Name mehr draufsteht, wenn ich ehrlich bin, aber das ist wirklich dieses, so, du zeigst einfach drauf, machst das selbstbewusst, du kriegst das Ding und gehst rein. Aber du, weil du nicht akkreditiert warst. Ja, genau, da war ich, das war so eine Zeit, wo ich noch nichts hatte, wofür ich mir da akkreditieren mein können. Deutsches Herz stirbt gerade, dass du dich so mit deiner Lüge auf so eine Veranstaltung geschlichen hast. Ich bin stolz auf dich. Das war so low-key kriminelle Energie wahrscheinlich. Aber ich musste wirklich gerade dran denken, weil es ist wirklich so, du siehst so diese Namensschilder, bist so, ja, ich bin Peter. Und das hätte halt jeder sagen können. Ja, aber das macht man nicht. Ich hab's auch nur einmal gemacht, versprochen, danach nie wieder. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt. Warum? Jemand anders kommt dann nicht drauf. Peter, sag ich das jetzt. Das ist ja gar nicht wahr. Der sagte so, hier ist mein Namensschild nicht. Dann gehen die auf die Liste, sagen die, oh, sorry, wir haben ihr Schild wahrscheinlich nicht ausgedruckt. Und dann kam der trotzdem drauf. Nee, wahrscheinlich. Inwiefern? Was kommst du? Du bist Kamera. Wieso halte ich denn dann die scheiß Kamera, wenn du Kameramann bist? Halt mich doch nicht degradiert worden. Also wir haben jetzt den G63 Edition Designo Platinum Magno, richtig? Das ist richtig. Okay, Bram. Können wir nicht gehen. Wieso nicht? Weil unser Handy noch nicht richtig eingestellt ist. Wir müssen leider warten, bis die alle da weg sind, damit das gemacht wird. Oh nee. Doch. Das Problem ist, dass wir hier in der Handy-App den falschen Wagen zugewiesen bekommen haben. Er meinte so, sorry,
had to fix it. We have to wait. Der hat doch Deutsch gesprochen. Ja, der tut mir leid. Fick. Okay, den Plot-Twist habe ich jetzt nicht kommen sehen. Der hat doch Deutsch gesprochen. Jetzt können wir ja endlich raus. Wir können jetzt unseren Wagen suchen. Gehen wir hier raus? Ja. Und dann einfach losfahren. Gucken wir nochmal, wo er ist. Boah, Helligkeit. Ich habe ihn gefunden. Wo denn? Weißt du, das ist einer von da vorne, meinst du? Ich würde sagen, das ist einer von denen, die da ist. Okay, gucken wir doch mal. Okay, die haben ein paar G-Klassen am Start. Welchen haben wir? G334 haben wir? Ja. Ja, mega, Alter. Der ist ja auch der coolste. Auch der coolste. Eindeutig der stylischste für uns, Junge. Lass mal eine Macke reinmachen. Das ist schon mal größer als bei dir. Ja, das ist in der Tat wahr. Das sind auch vor allen Dingen zwei Bildschirme und nicht nur ein. Ja, aber selbst der ist doch schon größer. Ja, deutlich sogar. Bei mir sieht das so aus, als hätte man ein billiges iPad da dran getackert. Deswegen, wo ist denn hier Sprach da? Mon ami? Baku, Pantanos, Eifel. Okay, wir haben eine Route auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal gut. Aber das Allerwichtigste ist, wie komme ich in das Hauptmenü? Oh, oh Gott. Ja. Weil dann können wir nämlich jetzt... Oh shit. Was war das? Du musst ja so leicht mit dem Finger drüber nur. Was willst du denn mal Geiles tun? Ja. Lass mal auf Deutsch stellen. Zumindest auf Englisch. Das ist auf Englisch. Ja, aber das war Radio, was wir gehört haben. Das war auf Englisch. Das hast du nicht gecheckt. War das hier auch auf Englisch? Ja, klar. Die hat das so gesagt. Please, Destination und so ein Scheiß. Nicht Kanzel, was tust du denn? Ich wollte mal ganz kurz wirklich auf Englisch. Ja, ich lüge dich nicht. Verwirrt. Ja, wir können auf Deutsch stellen. Das ist so ein deutsches Auto. Ja, wir können natürlich auch auf Deutsch stellen. Aber Englisch reicht mir. Sehr gut. Wir können jetzt theoretisch auch unsere Handys damit verbinden. Was bringt uns das? Weiß ich nicht, da könnten wir mal gucken, wie geil das ist, wenn du das Handy verbindest. Ja, und das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Scheiß hat, dass du quasi okay, Bluetooth-Geräte. Apple CarPlay, Android Auto. Ja. Android Auto ist mittlerweile ziemlich gut, muss ich sagen. USB. USB. Okay. Ich finde es auch, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Warum hat das eine halbe Stunde gedauert? Hatte der eure Handys nicht gefunden oder nicht angenommen? Ja, oder nicht funktioniert. Also okay. Schon ein bisschen her, da war Android Auto noch nicht so ausgefeilt wie heute. Heutzutage kannst du alles drüber steuern. Ja, da haben wir auch, also am Roadtrip haben wir das auch ganz häufig benutzt. Das war echt ganz praktisch. Ja. Apple CarPlay aber auch. Also die sind beide ganz cool. Jay und ich haben immer getauscht. Immer je nachdem, wer gefahren ist. Ja. Willkommen bei deinem Auto. Damals war das voll der Flash einfach nur. Ach, dein Auto mit deinem Handy verbunden. Noch per Kabel. Ist ja irre. Okay. Befestige dein Auto in einem Armaturenbretthalter oder. Okay, jetzt starten. Was wird dein Auto tun? Bluetooth ist aktiviert? Okay. Du hast Android Auto nicht installiert offenbar auf diesem Handy. Nee, das gibt es bei meinem Auto auch nicht. Du musst das erst herunterladen. Ja, geht aber relativ schnell. Erzähl mal einen Schwenk aus deinem Leben. Ah, jetzt. Okay. Jawohl, Junge. Jetzt geht ab. Okay. Mehr. Wichtige Sicherheitsinformation. Ja. Okay, ja. Okay, Waschmaschine gekauft. Sehr gut. Ja, Berechtigung, Kristalle. Ja. Alles wird zugelassen, Junge. Okay, was ist jetzt los? Einrichten. Okay. Berechtigung nicht. Ja, alles! Ja, alles! Kann ich mir runterschmeißen. Ja, ja, zulassen! Oh, Android Auto startet! Zum Sperren wischen sie nach oben. Oh. Erstmal verspringen, finde ich gut. Okay. Ja. Dreck mit privaten Handys drauf. Ja, mega. So. Ja, das ist unsere Lektorin. Ja, war auch meine Lektorin. Bram hat gerade aus Versehen was angerufen. Okay. So, Moment. Wie zurück. Ist Boris eigentlich immer noch als Boris Gamescom bei dir gespeichert? Moment. Nee. Ja, nicht mehr. Okay. Ist er nicht mehr. Habe ich immer geändert. Zurück. Das ist von Android, dieses System. Mich würde das ja vom iPhone mal interessieren. Okay, jetzt bist du ja Google Maps.
Okay, Moment, wie, aber wie switche ich denn jetzt den Tab hier unten? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Also wir wollen Android Auto. Geh mit? Da. Ah, okay, cool. Das ist natürlich cool. Okay, du hast dann Google Maps quasi. Und was ist das hier? Mach wieder an. Okay. Okay, guck mal, da kannst du sogar Spotify drüber machen. Okay, ja. Es gibt dann unten die vier Tabs im Endeffekt. Genau. Das ist, was ist das? Gehen wir da mal drauf. Zurück zum Mercedes-Benz? Nein. Dann haben wir hier wahrscheinlich Musik jetzt. Spotify. Okay, gecheckt. Was ist denn da oben? Ich bin nach oben gegangen. Wenn du auf das obere. War anscheinend noch sehr wonky am Rückauto zu der Zeit. Ja, voll. Wir gehen wieder dahin. Ganz was, ich will nur wissen, was die drei Dinge da oben machen. Okay. Okay, dann kannst du den nächsten Song. Ach, komm schon, ey! Ja, weiß ich nicht. Das ist wieder ausgegangen. Das ist doch ein Fehler. Ne, okay, so kann ich nur hin und her. Ich würde jetzt einmal nach oben gehen, ja? Ja, das würde ich eigentlich auch machen. Nochmal? Nee, passiert nichts. Okay, ich geh mal da drauf. Okay, da ist die Warteschlange. Wenn ich getanzt. Alter, kennst du dich, wenn ich getanzt vom Systemfehler? Nee, okay. Ist egal, dürfen wir das hier GEMA-geschützter Scheiß, dürfen wir nicht zeigen. Hören. Egal. So alle Journalisten schon längst weg. Ja, aber wir haben gerade. Ich wollte fragen, wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr da mal losgefahren seid, Mann? Aber wir haben uns den Kopf gesetzt, dieses System auszuprobieren. Also mussten wir das erstmal ausprobieren. Aus. Ah. Ja, du bist aber selber nicht im Hauptmenü. Nee, ich bin abgestürzt. Das ist noch nicht optimal. Nee. Erstmal die App wieder. Ja, das ist doch bestimmt auch ein Timer, oder? Also, dass ihr irgendwie um 17 Uhr wieder da sein musstet oder sowas. Ja, irgendwie so. Wir sind auch die falsche Route gefahren, war auch richtig brillant von uns. Ja, wobei das war, aber wir hatten gar nicht so viel Zeitstress. Okay. War, also das war wirklich sehr großzügig geplant und dann vor Ort haben wir dann halt ein bisschen chillen können und so weiter, auch nach der ersten Location bis dahin. Das war schon okay. Ja, alle sind vor uns abgefahren, aber wir waren super früh dann an der Destination angekommen, weil Mercedes hat extra so eine schöne Landschaftsroute rausgesucht und die in die Navigationssysteme eingespeichert. Aber Bram und ich sind einfach so schnell wie möglich über die Autobahn gefahren. Oh Mann, ey. Das war auch dumm. Mann, haben wir viel gesehen. Das war schon schön. Es gibt mir einfach so ein Auto. Was, wenn wir jetzt mit dem Kanal auch nach Tschechien fahren? Ja gut, die können dich tracken durch das iPhone, ne? Oh nein, dann schmeißt du aus dem Fenster. Good point. Ja, die haben halt unsere Daten, ne? Ja, vielleicht sind die ja gefaked. Wir haben alle festgestellt beim Fahren. Aber das sah auch doch auch selbst GPS ihr Blitz behören. Ja, das hätte ja scheißegal gewesen mit iPhone oder sowas. So das ganze Auto hat doch wirklich so Carjacking-Gedöns. Das ist so, dass man das eben nicht einfach so klauen kann. Das ist richtig. Ja, wir hätten das umgehen können. Fahren. Auch wieder sehr gut. Aber das war voreingestellt, dass wir am schnellsten zum Ziel kommen, aber die hatten noch eine andere Route eingespeichert, die wir aber auf Anhieb nicht benutzt haben, die sehr viel schöner sein sollte. Aber jetzt fahren wir einfach die ganze Zeit Autobahn. Müssen wir was testen? Von 70. Von 70? Das ist auch so eine Benzinschleuder, ey. Eines Vernunftsauto für die Stadt. Ja. Typische Familienkutsche. Dadurch, dass wir die falsche Route gefahren sind, haben wir aber wenigstens diese exciting Situation, dass wir durch eine Mautstelle müssen. Das ist schon die zweite. Bei der ersten hat Bram einfach nur ein Ticket gezogen. Jetzt musst du wahrscheinlich bezahlen. Jetzt musst du das wahrscheinlich bezahlen. 200 Metern erreicht. Da ist die Mautstelle, Junge. Geil, also. So, wie läuft das jetzt hier damit? Noch nicht so genau. Wie schnell hat der Wagen beschleunigt? Wisst ihr das noch? Der war unfassbar stark motorisiert. Und dafür, dass das so ein 2-Tonnen-Ding ist oder noch mehr, keine Ahnung, war das schon beeindruckend, muss ich sagen. Die G-Klassen sind ja auch richtige Geländewagen, nicht so wie diese SUVs oder sowas. Das Ding, und das zeigen wir in späteren Videos von diesem Roadtrip, kann halt
richtig, richtig krasse Steigung. Das wirklich und wie eine Bergziege. Du sitzt da im Auto, du liegst in dem Fahrersitz schon, weil du ja, horizontal bist. Das Ding fährt da easy hoch. Du hast auch dann so ein extra Getriebe dafür da drin. Mhm. Also als wir diese ultimative Teststrecke da gefahren sind, diesen Berg da hoch, ey, Alter, da dachte ich mir so, das kann gar nicht sein. Und der so, doch, gib mal Gas. Ich so, Digga, wir stehen auf zwei Reifen. Aber dann ist die Karosserie wahrscheinlich auch mega gut geschützt, ne? Ja, bestimmt. Wahrscheinlich. Ja, gut, kannst damit auch durch Wasser fahren und so. Das ja, Ding ich meine auch wegen gemacht. Steinschläge und so ein Zeug, wenn man so im Gelände dann durch die Gegend brettert damit. Das ist bestimmt nochmal extra legiert oder sowas da. Würde mich nicht wundern. Ja, fahr einfach mal durch. Guck mal, wie offen das ist. Okay, wie läuft das jetzt hier? In 300 Metern am Stoppschild. So, was geht ab, Jungs? Da kannst du wirklich die Euro-Ding jetzt reinhauen. 2,99 musst du jetzt bezahlen. Alter, Junge, ziehen die mich hier ab, die Franzosen. Ja, ist halt hast du auch nicht hinterher eingereicht und vom Mercedes wiederbekommen. Ich hab das auch nie gemacht. So, jetzt da schön die 2,90 Euro reinballern. In und dann fällt die Münze immer wieder durch, weil es dann so einem Automaten ist. Das ist richtig belastend. Trichter. Ja, das ist wahrscheinlich auch geiler, weil wenn ihr jetzt da drunter fällt, dann ist das so eine harte Überlegung, stelle ich jetzt aus, um das aufzuheben. Da, grün! Jawohl, Junge. So, jetzt wird der Brandfeld über eine Mini-Steinbrücke, aber hat er geschafft. Schön ist es hier. Jetzt, wo wir von der Autobahn runter sind, ist echt hübsch. Den noch das Ende der Szenerie mitbekommen. Jetzt fahren wir da rechts rum. Ach, ist das schön. Das ist echt cool hier. Ja. Ich habe mal so eine Quad-Show gemacht, dass ich auf PortAventura war durch solche Gebiete. Ich finde das eigentlich immer ganz cool. Ja, definitiv. Am coolsten wäre nur, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass es keinen Gegenverkehr gibt. Dann wird das noch mehr Spaß machen, das kannst du leider nicht. Zumindest können wir uns in dem Wagen darauf verlassen, dass wir gewinnen. Na, guck mal, hier ist das Château de Lasteuse. Ja, wir sind jetzt da, leider. Na, jetzt wurde gerade schön, wurde, ja. Weißt du. Ja. Machst du nix. Jawoll, Junge. Kann man einfach mal... Den Feuerwehrwagen sind wir noch gefahren in einem späteren Video. Ja, der war anders. Ja, der war anders. Keine Ahnung, der wird uns das wahrscheinlich sagen. Ja, wir warten mal kurz auf den. Oh, hi, sprechen Sie Deutsch? Ja. Na dann mal, herzlich willkommen hier. Dankeschön. Wir sind Autobahn gefahren, wir sind blöd. Ja. Nö, also Sie haben wirklich da eine schöne Strecke verpasst. Ja. Ja. Wo soll man parken? Dann müsst ihr, nö, lassen da stehen. Konrad ist innen drin. Konrad läuft immer rum mit so einem Klemmbrett in der Hand. Okay. Der managt die Offroad-Sachen. Das heißt, wir holen jetzt alle unsere Sachen hier raus? Alle raus. Okay. Ja. Alles klar, den da vorne hinstellt? Nö, alles hier lassen. Hier steht schon. Okay, alles klar. Ja. Perfekt. Damit endet unsere kurze Zeit mit diesem Auto. Ja, ausrüsten, an drei Stellen, kommt sie an, 30 Minuten, dann über die Autobahn gefahren. So ja, können Sie mich gerne alles. Ja, sehr gut, bitte nehmen Sie alles wieder raus. Ja gut, also bisher war es sehr schön hier in Frankreich. Wir haben die Zeit sehr genossen, aber das war es jetzt für den ersten Vlog. Morgen geht's weiter und dann wird Offroad gefahren und vielleicht kriegen wir auch ein paar geile Drohnenshots hin. Bis dahin. Ciao. Haut rein. Ja, das war der erste Teil vom Trip. Das war cool. Ja, das war echt cool. Das war sehr cool. Der Trip war auch so nice. Den habe ich sehr positiv in Erinnerung, muss ich sagen. Für wie viele Tage ging der? 3, glaube ich. Nice. Also mit An- und Abreise alles innerhalb von 3 Tagen. Mhm. Echt, war nur 3 Tage? Na, ist jetzt mein Tipp. Also ja, kann sein. Ich will nicht hundertprozentig beschwören, aber ist jetzt mein Tipp. Aber wir sind noch Hotel de la Clite. Ja. Und dann Barcelona, glaube ich schon, wa? Ich glaube, das war ein anderer Trip. Echt? Sind wir nicht da nach Spanien bis nach Barca gefahren? Und dann in dieser Halle haben wir doch dann geparkt am Wasser. Ich glaube, das war ein anderer Trip. Ich glaube, hier sind wir jetzt dann noch Offroad gefahren und sind dann noch den... Erinnerst du dich, wo wir den Berg hochgefahren sind, wo man irgendwann gesagt hat, okay, wir kommen jetzt nicht mehr weiter. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein anderer Trip sozusagen. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht beschwören. Ich bin jetzt selber verwirrt. Naja. Das war's auf jeden Fall mit dem React hierzu. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei unseren Behind-the-Scenes-Eindrücken und Jules erstmaligem Schauen dieses Videos. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Tschüss.